4 Uhr am Morgen. Für Winfried Schäfer beginnt die Arbeit. Mit seinem Vollernter steht ihm ein langer Tag bevor an der Volkacher Mainschleife. Ja, das ist immer wegen ungewiss, was einer wirklich erwartet. Man kennt zwar viel Weinberg von den Kunden, aber sind ja wieder mal neue Weinberg dabei. Man weiß es eigentlich nie, man fährt einfach los und schaut dann, was einfach kommt. Ne? Sechzehn Termine hat er schon auf seiner Liste. Winfried Schäfer muss sich sputen. In den Weinbergen warten die Winzer. Die Zeit während der Weinlese ist knapp. Die Trauben müssen so schnell als möglich vom Stock in die Kelter. Früh am Morgen ist es noch kühl. Das ist gut für die Qualität. Doch die Dunkelheit ist auch tückisch. Leicht kann man sich verfahren und eine falsche Zeile lesen. Das ist immer ein Problem, weil dann gibt es Ärger mit den Nachbarn. Was macht man dann? Gute Frage. Dann muss man sich mit dem Nachbarn einig, weil dann muss man auf die andere Seite der Zeile ich lassen. Man muss ihnen wieder die Zeile geben und an der Strecke das nicht. Und ungefährlich ist die Arbeit bei Nacht auch nicht. Die 6 Tonnen schwere Maschine muss im Gleichgewicht gehalten werden. Sie hätte Winfried Schäfer fast einmal umgebracht. Es war kurz vor der Dämmerung und bin auch an einem Weg entlang gefahren und habe nicht gesehen, dass der auf einmal richtig Seitenhang kriegt. Und so schnell konnte ich also gar nicht reagieren, war die Maschine schon gelegen mit mir. Ne? Mir ist Gott sei Dank nicht so viel passiert, außer ein paar kleine Kratzer. Die Maschine kommt nach 1,5 Tagen ist also auch wieder gelaufen. 25 Kilometer weiter. In Würzburg steuert ein Kollege den Teufelskeller an. Eine Weinbergslage, die berüchtigt ist für ihr steiles Gefälle. Nach heftigen Regenfällen war ein Teil des Hangs weggerutscht, direkt neben der Straße. Nun fährt Michael Huttner mit dem Vollernter in die Steillage. Sowas traut sich nicht jeder bei einer Steigung von fast 40%. Der 26-Jährige reizt damit aus, was nur geht, und bringt die Hightech-Maschine an ihre Grenzen. Aber das sind so Sachen, wo ja schon mit Herzklopfen reinfährt in die Weinberge. Dann wünscht man sich, hoffentlich kommt man gut runter. Diese Anzeige hat er immer im Blick. Schlägt der Zeiger aus, muss Michael Huttner schnell gegensteuern, damit seine Maschine im Gleichgewicht bleibt. Zurück an die Mainschleife. Seit seinem Unfall wagt sich Winfried Schäfer nicht mehr in steile Hänge. Doch in der Dunkelheit passiert ihm ein Missgeschick. Es passiert einmal, dass ein Vollanderfahrer die falsche Zeile fährt. Aber es ist eigentlich nicht die Regel. Vorhin ist es halt passiert. Es kommt durch die Dunkelheit, da sieht man halt teilweise nicht richtig, wo man fährt. Ist vielleicht auch mal kurz abgelenkt oder irgendwas anderes. Also es ist als Vollanderfahrer nicht ganz einfach. Das ist freilich unangenehm, ich meine, das ist ganz klar. Aber wenn es passiert ist, ist es passiert. Jetzt müssen sich die Winzer untereinander einigen. Winfried Schäfer muss die Trauben schnell abladen und dann weiter. Die Zeit läuft und durch solche Zwischenfälle darf sich der weitere Tagesablauf nicht verschieben. Nordheim im Morgengrauen. Winfried Schäfer hat die ersten 2 Stunden geschafft. Schöne Fuhr. Mhm. Schauen wir mal.
Die nächsten Winzer warten bereits. Winfried Schäfer darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Für die Weinlese bleiben jedes Jahr nur wenige Wochen. Da müssen Schäfer und seine Kollegen Vollgas geben. Durch den Frost im Mai fällt die Ernte heuer geringer aus. Dadurch ist es noch wichtiger, dass die Fahrer an Aufträgen mitnehmen, was nur geht. Abgerechnet wird nach Metern. Einer bringt 11 Cent. Die Winzer können an diesem Tag bequem zuschauen. Gut so, denn die letzten Wochen und Monate waren nervenaufreibend. Gerade rund um Volkach hatte die Frostnacht viele getroffen. Doch die Rebsorte Domina kam an diesem Fleck gut weg. Ich habe Glück gehabt, ja. Bin verschont worden vom Frost. Ja? Ich kann praktisch für andere Leute mitlesen. Also ich bin zufrieden mit meiner Ernte, bis jetzt. Hm. Das, was jetzt noch dazu kommt, ist heute mein letzter Tag. Auch gar nicht in Ordnung. Die Steillagen am Escherndorfer Lump unterhalb der Vogelsburg. Hier ist Schluss für den Vollernter, trotz aller Technik. Die Spitzenlage hat ein Gefälle von über 50%. Da müssen die Handleser ran. Auf einem Schlitten rutschen die leeren Butten den Hang hinunter. Damit holen die Winzer ihre Trauben aus dem Weinberg. Trotz dieser Erleichterung bleibt die Arbeit sehr anstrengend und geht auf die Knochen. 15 Helfer sind es heute, die den ganzen Tag über lesen. Also es ist sehr rutschig und man muss aufpassen, dass der Eimer nicht wegrutscht, weil wenn man hier runterschaut, ist er weit weg, muss man weit laufen, um ihn wieder zu holen. Wo selbst der Mensch schnell an seine Grenzen kommt, hat die Maschine keine Chance. Ich bin jetzt schon fix so fertig. Ne? Ja, das Schlimme ist halt, wenn ein Stein liegt und man tritt drauf, dann ist man weg. Das ist es. Wenn es ein großer Stein ist und man tritt drauf, dann husch. Das sind die Rolling Stones, oder? Ja, die Rolling Stones, ja. Während Vollernterfahrer den ganzen Tag alleine sind, herrscht bei der Handlese geselliges Treiben. Jeder packt mit an. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Gemeinsam macht die Arbeit sogar Spaß. Geht mal noch einer mit rüber? Wer ist denn? Moni? Da vergisst man schon mal den Muskelkater in den Beinen und die Rückenschmerzen vom ständigen Bücken. Nachbarn, Freunde, Verwandte, die Mannschaft kennt sich. Da freue ich mich eigentlich das ganze Jahr drauf. Wir werden auch gut versorgt. Essensmäßig meine ich jetzt. Zurück zu Winfried Schäfer. Es ist gerade mal 8 Uhr und schon seit 4 Stunden sitzt er auf dem Bock. Das Frühstück fällt klein aus. Seit seinem Unfall weiß er, wo die Grenzen für Mensch und Maschine verlaufen. Es gibt bestimmt auch Kollegen, die, finde ich jetzt, vielleicht manchmal ein wenig übertreiben. Die fordern es dann zum Teil schon ein bisschen raus. Wenn es mal dann über 40% geht, ich meine, das muss man dann nicht haben. Es sind Handarbeitslagen und soll es auch bleiben, meiner Ansicht nach. Handarbeitslagen. Damit meint er insbesondere die Lagen rund um die Vogelsburg. Weinberge, soweit das Auge reicht. Thomas, auf! Überall zwischen den Zeilen herrscht hektisches Treiben. Mit den Frühsorten Müller-Thurgau und Ortega fing die Lese Ende August an. Nun sind Silvaner und Riesling dran. Gut 300 Kilo Trauben zieht der Schlitten aus der Steillage. Alle 10 Minuten fährt Rudi Schlee hinauf. Er darf an den wertvollen Rebstücken nicht hängen bleiben. Mit seinem Gewicht steuert er sein Gefährt. Rasch muss er mit abladen. Denn unten warten schon wieder volle Eimer.
Auch die Lese mit Winde und Schlitten steckt voller Gefahren. Letztes Jahr ist diesen beiden das Stahlseil gerissen, hoch über Escherndorf. Ich mir erst mal Bock. Es war halt schon eine Schrecksekunde, in der man nicht weiß, was nachher passieren könnte. Ne? Sie waren da vorne dran gestanden? Ne, da oben, da. Ja. Da guck so drauf, so drauf, so, gell? Und dann ist halt das Seil gerissen, gell? Dann bin ich da abgesprungen halt. Aber so richtig mit runtergesaust auch? Oder ging das so schnell mit dem runter? Ja, es geht schneller, aber dann ist der Schlitten da halt, habe ich da halt quer hineingetan. Weil unten waren Leute. So. Am Ende müssen wir weitermachen. Es blieb nur ein kurzer Augenblick, den Schrecken zu verdauen. Die Lese musste weitergehen. Zurück nach Würzburg in die Steillage Teufelskeller. Skifahrer würden diesen Hang eine schwarze Piste nennen. Vor diesem Gefälle haben alle Vollernterfahrer Respekt. Michael Huttner muss aufpassen. Die Maschine ist schmal, jedoch 4 Meter hoch. Deshalb kippt sie leicht. Beim Bergabfahren, wenn sie mal das Rutschen anfängt, dann muss man schauen, dass man sie wieder ein wenig fängt. Wie machst du das? Ruhig bleiben in erster Linie, keine Panik. Die Maschine gerade halten, vielleicht die Geschwindigkeit ein wenig verringern, damit sie ruhig bleibt. Und im äußersten Notfall gibt es eine Steillagenbremse, wo ich drücken kann, wo sich dann an den Hinterrädern zwei Eisen im Boden rammen und sie stehen bleibt. Mit diesen Knöpfen kann er an jedem Rad die Höhe verstellen und so sein Gefährt im Gleichgewicht halten. Überhaupt steckt die 6 Tonnen schwere Maschine voll geballter Technik. Sie fährt über den Rebstöcken, rüttelt sie ordentlich durch. Dabei werden die Beeren von den Stängeln getrennt und in den Tank gesaugt. Je nachdem, wie fest die Trauben hängen, stellen die Fahrer die Rüttelstärke ein. Macht hier einer Fehler, kann dies den oft jahrzehntealten Rebstöcken schwer schaden. Zeile für Zeile fährt Winfried Schäfer konzentriert ab. Hinter ihm bleibt kaum eine Beere hängen. Die Winzer sind zufrieden. Vor 25 Jahren sah das ganz anders aus. Und trotzdem kaufte Winfried Schäfer mit 2 Freunden damals einen Vollernter. Obwohl keiner wusste, ob sich das Risiko einmal rechnen würde. Wir sind da schon ein bisschen belächelt worden als 3 verrückte Spinner, mehr oder weniger. Also hat es auch geheißen, was wollen die mit der Maschine, das setzt sich sowieso nicht durch. Ich meine, es war halt die Zeit, wo fast nur Handlese war. Aber wir haben uns das dann schon hart erarbeitet auch und haben natürlich geschaut, dass wir eine gute Arbeit machen für den Winzer. Das hat sich natürlich gezeigt, dass wir eben schneller sind jetzt wie die Handlese natürlich und wir das auch genauso sauber machen. Das war ja auch ein wenig das Bedenken von vielen Winzer, dass also viel Bärle danach auf dem Boden liegen und viel Verlust gibt. Aber das hat eben die Zeit gezeigt, dass es eben nicht so ist und das war natürlich dann unser Plus. Thomas Jäcklein ist heute Disponent. Ich verstehe dich aber nicht. Kommt gleich. Kommt gleich, Robert. Das ist unterwegs. Alles klar, dann bis später. Tschüss. Ist jetzt auch was zum Koordinieren? Okay, das war schlicht und einfach ein Kunde. Der glaubt, er muss zu lange warten. Und ich habe gesagt, Maschine kommt gleich. Was ist anderem? Gibt es das öfter, dass die Kunden da so Druck machen? Ja, in der Zwischenzeit habe ich angerufen, wenn die Maschine 10 Minuten verspätet ist. Es wird von Jahr zu Jahr hektischer. Über die Hälfte der fränkischen Weinberge wird inzwischen mit Vollerntern gelesen, Tendenz steigend. Ein alter Wohnwagen dient Thomas Jäcklein und seinen beiden Mitstreitern als Büro. Mit ganz kleinen Schritten ging es hier los vor 25 Jahren. Nun können sie sich vor Anfragen kaum retten. Was geht, wird angenommen. Doch dann bahnt sich ein Problem an. So,
Vier Stage, 25A. Das untere Gebläse, ja. Und wenn ich glaubt, dass es jetzt den Nachmittag noch durchhält, aber es ist keine Dauerlösung. Und schon kommt der Zeitplan ins Rutschen. Also es muss ein massives Eisenteil gewesen sein und hat einen Flügel vom Gebläse geknickt. Jetzt läuft das Gebläse unwuchtig. Das hat eine große Drehzahl, durch die Unwucht gehen die Lacher kaputt. Und im Moment hoffen wir, dass es bis 4 Uhr, weil 45 gesagt habe, durchhält und hätte jetzt irgendwo draußen im Weinberg noch wechseln müssen. Ja, wahrscheinlich ist ein alter Stock reinkommen in den Gebläse und hat es ein bisschen leicht demoliert. Und bis heute Abend muss es halt. Doch es ist gerade erst kurz nach 11 und noch nicht einmal Halbzeit. Nun ist Winzer Josef Bäuerlein aus Zeilitzheim dran. Bislang hatte Bäuerlein auf die Handlese gesetzt. Doch das ist jetzt vorbei. Ich habe die Leute nicht mehr zusammengebracht. Gestern haben wir noch mal 4 abgesagt zum Lesen. Sonst hätte ich noch mal Handlese gemacht. Ja. Aber es ging nicht. Warum sagen die ab? Die einen sind krank, die anderen haben eine Ausrede und passiert halt. Der Betrieb ist also sterbend. Die Jungen machen es nicht, die interessieren sich nicht dafür. Ist also. Die Landwirtschaft habe ich so schon alles verpachtet und den Weinberg habe ich noch. Und damit geht es jetzt auch aus auf Feierabend. Köhler, Eschandorf, Volkach. Der Weinbau prägt seit Jahrhunderten das Landschaftsbild der Mainschleife. Doch immer mehr kleinere Betriebe geben auf. Die Region ist stark vom Strukturwandel betroffen. In diesem Sommeracher Familienweingut ist die Welt noch in Ordnung. Daniel Thehn tritt gerne in die Fußstapfen seines Vaters und führt den Betrieb nun in der 5. Generation. So wie es klebt, wie es pappt, scheint es gut zu sein, so an die 80, 85, denke ich, dass wir da trotzdem sind. Braucht man da so ein Gespür dafür? Ja. Also jetzt so, wenn man in der Weinlese ein bisschen drin ist und man hat die ganzen Säfte mal in der Hand gehabt und es klebt dann, dann weiß man schon, ob es über 80 oder unter 80 ist, kriegt man dann schon hin. Hier in Sommerach hat der Frost im Frühjahr auch zugeschlagen. Viele Weinstöcke sind erfroren, manche Triebe sind jetzt nachgewachsen und reifen in der 2. Generation. Deshalb hat sich Daniel für die Handlese entschieden. Ja, wir können eigentlich froh sein, dass wir so schöne Trauben zum Ernten haben. Nach der schlechten Nacht, nach der kalten Nacht im Mai, hatten wir ja so einen Spätfrost, wo sehr viele Weinberge erfroren sind. Und von daher haben wir hier noch einen sehr guten Behang, einen sehr guten Ertrag, was wir in anderen Lagen eben nicht haben. Weintourismus. Was für die Winzer harte Arbeit ist, wollen Juliana Finkenau und Walter Port in ihrem Urlaub freiwillig machen. Die Freunde kennen sich vom Campingplatz. Gemeinsam lassen sie sich heute auf das Abenteuer Weinlese ein. Schauen wir mal. Ja. Haben Sie Lust mitgebracht? Wir haben Lust. Bisschen Spaß, gut gefrühstückt. Alles perfekt. Kann sozusagen hier losgehen. Gut, also ihr seid auch nicht als volle Arbeitskraft da. Ihr sollt einfach nur mal mitmachen. Das mal kennenlernen, sehen, Spaß haben und einfach ein bisschen da sein. Fangen einfach mal an. Die beiden sind erprobte Handleser. In ihrer Heimat in der Pfalz haben sie auch schon mitgeholfen. Somit kennen sie die Handgriffe und den Ablauf einer Weinlese. Das geht aber dann alles mal mit der Hand, ne? Ja, das ist richtig. Und in Zeiten der Vollende ist das schon ein bisschen schwieriger. Nee, die Qualität im Glas ist aber auch schmeckbar dann. Also, ist meine Philosophie, was ich halt auch für die Kundschaft ein bisschen eine Wertschöpfung dann auch hat. Ne? 12 Uhr. Winfried Schäfer liest jetzt oberhalb von Eschandorf. Er kennt die Volkacher Mainschleife wie seine Westentasche.
Was schön ist, ist eigentlich, man sieht viel Winzer, die sieht man das ganze Jahr nicht. Bei der Weinlese trifft man sie dann wieder. Ne? Man kann auch mal kurz, führen wir mal ein kleines Gespräch zwischendrin einmal, weil man sich eben schon lange nichts mehr gesehen hat. Also das ist, finde ich, eigentlich ganz gut. Hallo? Super. Wir haben wieder so richtig reingearbeitet hier. Die Weintouristen genießen noch immer die Arbeit an der frischen Luft. Das andere werden wir auch noch mal mitkriegen vom Chef, wie das dann weitergeht. Da werden sie mal im Frühjahr eingeladen. Ja. Dann werden wir das mal im Rebschnitt vervollständigen. Und im Sommer einmal die schöne Sommerzeit, das Stechen und die Laubarbeiten. Was ist denn für Sie das Schöne, hier so mitzumachen bei der Weinlese? Das Ganze noch zu erleben, ne? Da weiß man auch, warum Wein so gut schmeckt, wenn man das mal mitgemacht hat. Kann man das viel besser einschätzen. Die Arbeit vom Winzer, wie viel da drin steckt. Den Sommerrachern bleibt Zeit für eine ausgedehnte Mittagspause. Die gehört zur Handlese einfach dazu. Ich würde vorschlagen, wir fangen an zu essen und ihr greift alle fest zu. Mahlzeit. Zur Brotzeit gehört auch ein frischer Federweißer. Und hier haben wir den voll. Bleibt wenig Zeit für Pausen. Zwischendrin geht schon mal. Vor allem, wenn der Weinberg mal ein bisschen länger ist, dann man kann die Maschine, die kann sich auch automatisch lenken, also wenn die Zahlen einigermaßen gerade sind. Und dann hat man schon mal ein wenig mehr Luft, um mal was in Ruhe zu essen oder zu trinken. Winfried Schäfer ist alleine unterwegs. Schon seit 7 Stunden lenkt er seinen 6-Tonner durch die Weinberge. Doch die Aussicht entschädigt für so manch einsame Stunde. Man sieht viel von der Maschine aus, was die Leute vielleicht jetzt gar nicht meinen, wo direkt 10 oder 20 Meter neben dran stehen. Da sind schon ganz amüsante Sachen dabei. Zum Beispiel? Ach. Was soll ich jetzt auch? Vielleicht der Winzer mit seiner Frau, die gerade Zärtlichkeiten austauschen und meine, sie werden jetzt dabei nicht beobachtet. So wie Juliana und ihr Mann Udo. Vor 47 Jahren haben sich die beiden bei der Weinlese kennen und lieben gelernt. Ach, es war ein jung, hübsch Mädchen. Schwierig, gell? Ist heute noch hübsch, aber nicht mehr jung. Aber nicht verabredet, nächste Woche. Ja, sind wir abends ins Kino gegangen. Und 8 Tage später haben wir Bremsermusik gehabt. Tanzen gegangen. Dann sind wir tanzen gegangen und so ist es immer näher gekommen. Und irgendwann war es soweit. Wie lange sind Sie jetzt verheiratet? 45 Jahre sind wir verheiratet. Und heute noch glücklich. Genau. Immer noch. Weinlese. Für die einen Romantik pur, für die anderen geht es um die Existenz. Wegen der Maifröste hat sich der Ertrag heuer für Daniel Thehn halbiert. Der Vollernter hat nicht durchgehalten. Das kaputte Gebläse muss nun doch ausgetauscht werden. Ein Nachbar hat mit einem Ersatzgerät ausgeholfen. Wir zerlegen das jetzt, dass wir wissen, was kaputt ist. Und dann bestellen wir die Teile, dass wir unser eigenes wieder möglichst schnell reinkriegen. 1000 Euro kostet so ein Teil. Und die Notreparatur zwingt Winfried Schäfer zu einer ungeplanten Pause. Wenig später ist er bei seinem nächsten Kunden. Der Zwischenfall hat ihn über eine Stunde gekostet. Die muss wieder reingearbeitet werden. So schwindet die Chance auf einen Feierabend noch vor Sonnenuntergang. Man weiß ja, es geht wieder rum. In 2 Wochen ist
der Käse gegessen. Und dann, wenn man weiß, es ist bloß eine gewisse Zeit, dann geht es schon irgendwie. Und solange es, sagen wir nicht, ja, schlimm wird es wirklich so ab 15 Stunden, da merkt man dann, da baut man dann rapid ab irgendwann auch, ne? Die Konzentration lässt halt einfach nach dann und dann sollte man wirklich aufhören. Die haben wir jetzt bald voll. Ja, wir haben nur noch einen Weinberg. An der Mauer der Vogelsburg genießen währenddessen Touristen fränkische Weine. Wie viele von ihnen wissen wohl, welcher Aufwand dahinter steckt? Super Panorama, also ich habe mir das gerade gedacht. Ne? Wenn wir es jetzt schaffen müssen, könnt ihr die Abendsonne genießen. Aber es ist auch schön, also wenn wir den Blick sehen. Ne? Franken ist die beliebteste Weinregion Deutschlands. 18 Millionen Touristen kommen jedes Jahr hierher, um die guten Tropfen zu kosten und die Region zu erleben. 1,6 Milliarden Euro Umsatz macht das fränkische Weinland. Im Weingut Theen ist der Müller-Thurgau für heute gelesen. Jetzt müssen die Trauben in die Presse und verarbeitet werden. Gut 3 Stunden dauert dies jetzt noch. Und dann wird's spannend. Jetzt zeigt sich die Qualität des neuen Jahrgangs. Bei den ersten Stichproben misst Daniel 82 Öxle. Man hat die ganze Anspannung ein bisschen weg. Und jetzt kommt eigentlich die schöne Arbeit im Keller und in der Kellerhalle hinten drin. Man hat sich das hat erarbeitet vom Jahr eigentlich, was man das ganze Jahr darauf hingearbeitet hat, dass man darauf eigentlich jetzt stolz sein kann. Doch vor Daniel Theen liegt noch viel Arbeit, bevor er im März den neuen Jahrgang abfüllen kann. Nach 16 Stunden ist auch für Winfried Schäfer der Feierabend in Sicht. So, geschafft, ne? Jetzt ist es geschafft. Das reicht. Die Kunden waren zufrieden, ich bin zufrieden. Also so müsste es eigentlich jeden Tag laufen. Aber mal sehen, was der morgige Tag bringt. Morgen kann schon wieder echt eine Panne sein, dass man ein paar Stunden Verspätung hat. Oder man weiß es nie. Man lebt halt immer in den Tag rein und wenn dann Abend alles geklappt hat, ist man auch glücklich wieder. Ne? Helfer mit Dampfstrahlern haben schon auf die Rückkehr der Maschinen gewartet. Klebriger Traubensaft steckt in jeder Ritze. Alles muss gründlich gereinigt werden, sonst könnte zum Beispiel die gefürchtete Essigsäure morgen das Lesegut verderben. Für die drei Unternehmer der erste Moment, an dem sie sich heute treffen. Du sitzt schon ganz schräg, ja. Und du sitzt rechts auf. Ja. Und dann musst du dich so. Sie müssen die Pläne für den nächsten Tag besprechen, denn schon in 6 Stunden geht's weiter. Morgens um 4 Uhr.